Spiekunk. Geerntet in Frankreich. Also das ist jetzt natürlich eventuell ein ungünstiger Moment, um über die Nutzung von Flugzeugen zu schimpfen. Aber ja, ist egal. Das mache ich jetzt trotzdem. Gell? Ich nehme da an einer Klimakonferenz teil, um Netzwerke zu intensivieren. Ne? Die Kampagne zum Schutz unserer Welt zu verbessern. Und das sieht man ja jetzt auch in diesem Frühjahr wieder. So früh warm und heiß war es noch nie. Es wird immer schlimmer. Es gibt eine exponentielle Steigerung. Und nur diejenigen, die es nicht wissen wollen oder die so viel Angst vor der Veränderung haben, die ja Wirklichkeit ist, dass sie es deshalb ablehnen, nur die schrammen ja noch unsinniges Zeug daher. Und das betrifft uns Imker auch, weil die Völker immer früher parat sein müssen und in der Tat mit dem angepassten Brutraum und mit der Wärmedämmung oben und unten und in Zukunft auch noch mit dem besseren Klima in der Beute empfehle hier die Lektüre von Mitchell. Der hat übrigens mehrere Papiere publiziert. Das findet er bei Google Scholar. Und dann gibt er einen Mitchell und dann kommen seine Veröffentlichungen, gell? Studieren. So, zwei Drittel der Flüge sind Urlaubsflüge. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, es gibt kein Menschenrecht auf auf die Nutzung eines Flugzeugs zum Zwecke der Urlaubstätigkeit. Aus geschäftlichen Gründen und zum Besuch von Familien und so weiter mag das ja noch in Ordnung sein. Aber wir müssen hier, das muss geändert werden. Gell? Und nachdem zwei Drittel aller Flüge Urlaubsflüge sind, also gar nicht notwendig, würde das schon mal hier erhebliche Verbesserungen bringen. Gell? Und hier sind ja viele Leute, die jetzt in Urlaub fliegen. Gell? Natürlich, auch ich sitze jetzt in einem Flugzeug, aber dafür schäme ich mich auch. Aber ich versuche ja, Wege zu finden, noch besser zu kommunizieren. Aber das ist gar nicht so einfach, weil wir müssen ja die Veränderung ja dann auch umsetzen. Wie wollen wir denn mehr Energie sparen? Nochmal, mit angepasstem Brutraum sparen wir Energie. Wir verbrauchen 20, 30 Kilo weniger. Und das ist in meiner Lebenssituation, mit meiner Kompetenz und mit meinem Alter, wie viele Jahre habe ich denn noch zur Verfügung, um zu wirken, das, wo ich den besten Effekt erzeugen kann. Deswegen bringe ich es euch doch bei. Nicht, damit ihr mehr Honig habt, sondern damit wir insgesamt weniger Honig importieren müssen, damit das Fake-Problem weniger wird und natürlich auch, dass die Wirtschaftlichkeit des Betriebes besser wird. Da müssen wir natürlich auch am Honigpreis arbeiten, gell? Jetzt hat der Europäische Imkerbund, der sich in Gründung befindet und am 22. April jetzt wohl die Vorstandswahlen stattfinden, jetzt zweimal verschoben worden, da einen Letter an die Europaabgeordneten formuliert, wo erklärt wird, warum europäischer Honig gefördert werden muss. Finde ich sehr gut. Gute Sache. Gell? So, aber jetzt fahre ich also auf so eine Klimastudierungs- und Kampagnenkonferenz nach New York, furchtbare Stadt, gell? Ich war dort vor 20 Jahren mal und habe mir geschworen, da fährst du nicht mehr hin. Und jetzt werde ich natürlich da vom Flughafen zum Hotel fahren und vom Hotel zum Konferenzzentrum und sonst nichts da. Das ist ja katastrophal, die Stadt. Gell? Schon Herbert Gruhl, wer war gleich wieder Herbert Gruhl, hat 1979, wir erinnern uns, das Buch veröffentlicht, ein Planet wird geplündert. Ein Planet wird geplündert. Und da beschreibt er die hemmungslose Nutzung der Ressourcen ohne Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen. Gell?
Und das ist das, was wir die letzten 50 Jahre gemacht haben und woran wir uns gewöhnt haben. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir Sprit tanken und mit dem Auto auch noch Abrieb, Reifenabrieb haben und Verpestung der Luft und den Anspruch da, dass da eine Straße da ist, wo man hinfahren wolle. Aber wir zahlen nichts zurück an die Natur, an unsere Mutter. Wir haben uns so dran gewöhnt, dass es jetzt Leute gibt, die sich darüber aufregen, wenn man sowas fordert. Wobei jetzt langsam wird es ja verstanden. Herbert Gruhl hat dann die Grünen gegründet, gell? Und ist dann relativ schnell wieder ausgetreten und hat dann die ÖDP gegründet. Und da war er, glaube ich, eine Weile Bundesvorsitzender, ich weiß nicht mehr so genau. Und dann war er jedenfalls Bundesvorsitzender vom BUND. Es scheint keine politische Kraft zu geben, konservative Kraft, die Ökologie und Umweltschutz, also Menschenschutz, betreibt. Die Konservativen, also CDU, FDP und AfD, sind für Pestizide, für Gentechnik, für mehr Umweltverbrauch, gegen Tempolimit, also für jeden Blödsinn und gegen Umweltschutz. Das kann man gar nicht verstehen, ja? Warum ein Konservativer sich selber vergiften will und seine Kinder. Und das sieht man an dieser Entwicklung dann. Die Grünen, die einzigen, die einigermaßen politisch-ökologisches Programm durchziehen, sind aber sehr so gesellschaftspolitisch so weit links, dass das halt auch schon wieder nicht mehrheitsfähig ist. Ja, sehr bedauerlich, gell? Die ÖDP kommt nicht hoch und gräbelt bei 1% rum seit Jahrzehnten. Gibt keine konservative Mehrheit für den Schutz unserer Lebensgrundlagen. Seit Gruhl. Ja? Herbert Gruhl. Einer der großen Pioniere der Bewusstseinsbildung für ein ausgeglichenes Wirtschaften der Natur dauerhaft nicht zu schaden und das zurückzugeben, was man nimmt. Gell? Helene Grimaud, die Pianistin, die sagt, es gibt ja für alle Musiker hier, es gibt ja also den Begriff verlangsamen. Ja? Und wegnehmen, also Geschwindigkeit wegnehmen. Und wenn man, also sie sagt dann, wenn man jemandem was wegnimmt, muss man es ihm nachher wieder zurückgeben. So ist auch in der Musik, ja? Rallentare und nachher wieder accelerare. Und das ist eigentlich aus einem ganz anderen Sektor etwas, was wir auch hier als Imker tun wir es ja auch weitgehend, aber in unserem anderen Verhalten auch immer berücksichtigen müssen. Wenn wir was wegnehmen, müssen wir auch wieder was zurückgeben. In unserer Gesellschaft, in unserer Naturnutzung, in unserer Familie, in unserem Staat, überall. Deswegen sage ich euch, bitte die Veränderung in der Imkerei realisieren. Das ist für uns relativ einfach, wenn man es einmal verstanden hat. Macht man es. Und dann möglichst in den anderen Lebensbereichen auch. Ja, man kann auch mal Fahrrad fahren und muss nicht immer mit dem Auto fahren oder zu Fuß gehen. Super. Dann bleibt man jung, sportlich und dynamisch, so wie ich, gespiekt. Ah, übrigens, der Franzose, gell, würdigt seinen Käse. Nationaler Käse. Gell? Und übrigens auch Johanna, Joghurt in Bio-Qualität am Airport. Ja. Das ist Bikung.